Hallo Leute, Jungs und Mädels. Ich habe euch ja versprochen, mich noch einmal zu melden nach den Wanderungen. Das möchte ich jetzt tun. Außerdem geht es schon auf 105 Tage zu. Das heißt, 15 Wochen werden bald um sein. Da muss ich mich melden. Ja, aktuell bin ich am Göderkanal unterwegs, einem Teilstück zwischen den großen Seen, Vänern und Wettern. Ein schönes Stück, das über die ganze Länge bis zum Wickensee befahren werden kann mit dem Fahrrad, immer entlang des Kanals. Schöne Strecke. Ja, und was ist geschehen seit den Lofoten? Viel. Ich habe ja damals schon angekündigt, dass ich nach den Lofoten nach Schweden rüberfahre. Dort habe ich dann eine 5-Tages-Wanderung rund um den Kebnekaise gemacht. War sehr erlebnisreich. Und von da ging es dann in den Süden. Nicht sehr weit. Ging erstmal in das Bielkaise, auf den Bielkaise. Und von dort in den Fulu Fjellet Nationalpark zum Wasserfall. Immer weiter in den Süden kam ich dann in den Diveden Nationalpark. Eine Wanderung rund um den See war sehr schön auch. Stürmischer Wind, kalter Wind. Und da sehe ich jetzt hier entlang des Kanals heute, dass hier eventuell auch ein Sturm getobt hat. Sind nämlich alle oder viele Bäume entwurzelt oder total entastet, wie da drüben. Ja, also auch hier gibt es Stürme in einem, naja, eigentlich ruhigen Land, gell? Wenn du immer am Kanal entlang fährst, kriegst du natürlich das bei so viel Wasser. Pah, das war ja Wasser. Nee, schwarzer Johannisbeersaft. Also ein Konzentrat, verdünnt mit Wasser. Ja, und wie geht's weiter mit meiner Reise? Also, ich werde am Wochenende, wahrscheinlich Samstag, über die Brücke, über die Öresundbrücke wieder rüberfahren nach Dänemark. In Dänemark werde ich noch mindestens eine Nacht oder zwei Nächte verbringen. Auf jeden Fall auf der Insel Samsö, nicht Samsö, Rümö. Auf der Insel Rümö, genau. Die ist nördlich von Süd. Da werde ich noch, hat einen riesenbreiten Sandstrand. Er ist ein bekannter Sandstrand, da wird ihm auch dieses Strandsegeln gemacht. Und man kann mit dem Auto auf den Strand fahren. Und das will ich mal machen. Jo. Ab Röme geht es dann rüber nach Deutschland. Vielleicht besuche ich noch das Neude Museum. Und dann geht es auf jeden Fall in den Süden nach Hause. So, dass ich dann ab der Woche 17
zu Hause ankommen werde. Also nach dem 22. glaube ich, habe ich zu Hause mich angekündigt. Jo, also ihr seht, es geht zu Ende. Mit 17 Wochen ist es doch dann eine sehr lange Reise geworden. Und ich muss aber feststellen, ich bin für Ganzjahresreisen im Camper nicht geeignet. Ich brauche schon ein festes Domizil. Ein festes Zuhause, wo ich auch meine Werkstatt habe. Ich will ja im Herbst wieder anfangen, Pfeifen zu schnitzen, zu machen. Ja, und eine mobile Werkstatt habe ich nicht. Und ja, das war jetzt genug und war ein Test. Ja, also in diesem Sinne, ich will keine langen Worte, Abschiedsworte mehr sprechen. War schön, dass ihr dabei wart bei meinen kurzen Berichten vom Urlaub. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Geht raus und macht was. Und tschüss. Servus. Servusler vom Güderkanal. Tschüss. Das nächste Mal melde ich mich wieder aus Deutschland, aus Franken. Servus. Macht's gut.